Guten Morgen zu einer neuen Runde Legend, Hand of God. Wenn man ein neues Spiel lädt, dann steht man wieder an so einem Runenstein, der da hinten steht. Oh, eine Kette. Die gucken wir uns auch gleich mal an. Ich weiß nicht, welche davon jetzt neu ist. Oh, erhalten Erfahrung plus 5%. Was finde ich? Ich habe im Moment eine tolle Kette, die... Oh, wollte das gar nicht anklicken. Ich glaube, das werde ich nicht anlegen. Erfahrung plus 5% ist... Nee. So, und jetzt laufe ich die heulende Schlucht hier runter. Nee, das ist sogar hoch. Uff, mit einem Schlag, mit einem Schuss. Schwächliche Kreatur. So schwächlich wie die Vögel hier. Oh, du lebst ja noch. Ach so. Auf den Bogen. Auf den Bogen. Mein Gott. Bam. Okay, die Vögel sind ein bisschen schwer zu treffen. Toll, das fette Viech hier auch. Zack. So, mit einem... Mein Gott. Sie alle so viel überleben wollen. Ah, verdammt, ich habe immer noch nicht nachgeguckt, mit welcher Taste ich jetzt, Heiltränke benutze. Ich habe auch nur noch 3 Heiltränke. Dafür einen ganzen Haufen Mana-Tränke. Vogel! Okay. Verdammt. Du bist ein Vogel, du tollwütiges Schwein. Du bist ein Vogel, du Vogel. So. Das Viech sieht... Wow. Das Viech ist Level 7. Oh mein Gott. Das ist Level 7. Und jetzt nicht mehr. Obwohl, vielleicht hat gleich noch Level. Ich glaube ja wohl weniger. Hey, ich mach doch Rechtsklick. So, geh doch. Und Batsch. Und Batsch. Wow, der hält ja mal viel aus. Unglaublich. Da glitzert es. Und da ist... ein Bastard. Das kann ich nicht auch noch tragen. Natürlich nicht. Was für eine Selbsterkenntnis. Hätte ich dir gar nicht zugetraut. Irgendwann muss ich wegwerfen. Gesegnete Axt. Ja. So wirft man Sachen nicht weg. So. Jetzt das Bastardschwert. Nee. Brauche ich nicht. Kann ich auch wegwerfen. Und da in diesem Versteck ist... Das kann ich nicht auch noch tragen. Ein Stock. Was für eine Selbsterkenntnis. Hätte ich dir gar nicht zugetraut. Der müsste wertvoller sein als... Das Bastardschwert. Langstab. So. Gucken wir uns den Langstab an. Zusätzlicher Eisschaden. Na toll. Das bringt's nicht. Das bringt's voll nicht. Na okay, dass hier unten nichts ist, das habe ich auch wohl vorher schon gewusst. So, nach oben, da war nur dieses eine Viech, das ich letztes Mal erledigt habe. Und nach unten geht's jetzt in neue Weiten. Den ich nochmal gar nicht. Ich habe keinen Platz mehr in meinem Inventar. Das ist gut erkannt. Verdammt, was machst du denn da? Nein! Noch ein Vogel dazu. Ich glaube, ich stehe im Urwald. Oh, shit, shit, shit. Okay. Zur Zeit, einen Trank zu nehmen. Mein Gott. Ich brauche mehr Heiltränke. Warte, wieso ist... Ja, weil man nur 11 Mana-Tränke da haben kann. Boah. Bulli... Ich brauche mehr Regeneration. Achtung! Ich merk's wohl. Wieso bist du so schnell? Du bist schneller als ich. Alter! Lass das! Ja, und dann lock ich gleich noch ein weiteres an. Fuck! Jetzt kommen die ganzen Vögel an! Okay, das wird zu viel. Jetzt muss ich wirklich rennen. Ich habe nur noch einen Heiltrank, das reicht nicht für so viele Viecher. Alter, wir werden nicht nachrennen. Oh. 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 Mein Gott.
Das ist zu schwer. Bitte. Ah, Handschuhe sind schon eine schwere Sache. Oh, warte. Heilung. Wenn ich schon so weit zurück sei, ne? Kann ich mich jetzt auch an dem Ding heilen. Und ich bin geheilt. Ich bin wieder zurück in die nördliche Heide gerannt. Und jetzt bin ich wieder in den heulenden. Steht nichts. Heulende Schlucht oder Schlüchte. Heulende Schlüchte. Diese Schlüchte, dass die immer heulen müssen. Nach unten hier führt mich der... Oh, da... Ach ne, das ist wieder nur ein Stein. De. Ich sehe keinen Gegner. Ich treffe keinen Gegner. Vogel. Ich glaube, ich muss echt mal Geschicklichkeit erhöhen. Ich treffe nämlich nichts. Das ist doch scheiße, dass man so viele Werte hier erhöhen muss. Ich meine, ich muss alle vier Werte erhöhen, wenn ich als Kampfmagier bestehen will. Dann habe ich alles nur halb. Das. Natürlich nicht. Elegant gelöst. Dann werde ich als Kampfmagier total Probleme haben. Das hier zu bestreiten. Oh, ein neuer Runenstein. Toll. So weit entfernt war ich von neuer Heilung. Gäh. Voll machst du das immer. So. Komm, lauf. Das. Oh, dann natürlich muss da noch ein... Autsch. Da hat er mich aber auf große Distanz erwischt. Vogel. Stahlschweinchen. Oh, der verfolgt mich nicht. Das ist gut zu wissen. Ich würde jetzt eigentlich gerne sagen, Nahkampf gegen den da, aber... Na komm, komm, komm. Wow, das sieht schon cool aus. Autsch. Und schon liege ich wieder. Beglückwünsche ich dich zu früh. Du hast hier noch was. Vorsicht! Pass auf! Okay, und da sind meine ganzen Heilkräfte weg. Weil, oh, da verliert ein Mann. Wow! Nice, das sah cool aus. Jetzt habe ich doch 12 Mana-Tränke. Wieso ist denn jetzt ein Mana-Trank hier? What the fuck? Okay, ich blick da noch nicht richtig durch. Null Lebenstank ist auf jeden Fall nicht so angenehm. Vogel! Nix Vogel hier. Du bist auch kein Vogel. Wo ist ein Stahl drin? Ja, du hast Stahl noch. Hey, der lebt ja noch. Autsch. Hau ihn! Schnell, triffst du denn dieses Schwein nicht? Wedelt in der Luft über dem Schwein rum. Du Vollpfosten! So, weiter. Mach das Stachelschweinchen fertig. Okay, es ist nur ein Vogel. Und der nächste Gegner ist nur ein Vogel. Ein Tolltier. Oh, mit einem Schuss. Nice. Und den auch mit einem Schuss. Triff ihn. Zack. Wunderschön. Bald steigen wir wieder ein Level. Und zwar mit Hilfe dieses Beins. Also noch nicht jetzt, aber mit seiner Hilfe. Also steigen wir ein Stachelschwein früher auf im Level. So. Hätte ich auch nach unten rennen können, da wäre ich auch irgendwas gewesen. Hm. Also mein Endziel hier irgendwie ist da. Da scheine ich näher ranzukommen, aber. Wieso ist ein blockierter Reis zu golden? Ist es das Ding da irgendwie, blockierte Reiselote? Ich glaube, ich renne jetzt zuerst mal nach unten. Oh, getroffen. Komm, gib mir Heilung. Dass die Viecher immer überleben müssen, bis sie bei mir ankommen. Und noch mehr Mana. Oh, den habe ich scheinbar auch schon getroffen.
Und jetzt treffe ich nichts. So, okay, hier endet auch schon der Part. See ya.